Okay, wir gehen rüber zu You Looked Excellent. Let's go, der Hase. Deutsche Memes, die bei Monte zu Besuch sind. Let's go. Deutsche Memes, die You Looked Excellent. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. So, ein Dürüm für mich zum Snacken. So, ich hab zwei. Und ich hab nicht aus Versehen bestellt. Er wollte wirklich zwei Stück drehen. Ich hab gedacht, er will mich verarschen. Hä? Was ist denn mit Monte eigentlich los, dass er denkt, wenn man zwei Dürüms isst, will er einen verarschen? Digga, ich würde mindestens zwei Dürüm essen. Ich rufe euch beim Lieferdienst an für einen Dürüm. Also ganz ehrlich, Monte, du musst mal ein bisschen mehr rein da, rein in die Masse. Guten Hunger. Danke. Gegen Mann. Versuche zu schlafen, mein Gehirn. Jeder 14-Jährige heutzutage. Ich gehe zu meinem Cousin und mache Musik. Also mindestens zwei Dürüm. Ich würde eher sogar zwei bis drei. Wobei, wenn es große Dürüm sind, reichen zwei voll und ganz. Man könnte sich auch mit anderthalb dann arrangieren, dass man sich zu zweit drei teilt und macht jeder anderthalb. Das wäre doch in Ordnung. Aber ein Dürüm, egal wie groß, ne. Ein Dürüm ist nie genug, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ein Dürüm ist nie genug. Wollt ihr einen Dürüm oder wollt ihr mehr? Immer mehr. Meine eigene Musik. Was ist das für Musik? Ja, Rap-Musik halt. Und was erhoffst du dir davon? Tja, dass ich irgendwann mal bekannt werde, berühmt werde. Mal gucken. Geiler Typ, ich hoffe, er wird berühmt und bekannt. Wenn man im Unterricht einschläft und so geweckt wird. Alle klatschen? Nein, nur alle jetzt rausgehen. Jan aus der Matheaufgabe. €4.500 Soße, auch geil. Wenn der Lehrer mich fragt, was ich zur Gruppenarbeit beigetragen habe. Also ich habe auf dem Plakat die Überschrift unterstrichen. Ich habe Bilder ausgedruckt von Wikipedia. Ich habe von der Ulrike rechts nebenan die Buntstifte geklaut, damit wir auch ein bisschen farbliche Akzente setzen. Haha, wenn deine Freunde dich zu irgendeiner Scheiße überreden. So. Auf in den Irak. Auf was habe ich mich da wieder eingelassen? Auf in den Irak. Auf was habe ich mich da wieder eingelassen? Auf mit unter den gastfreundlichsten Menschen überhaupt. Mhm. Jungs, ich war hier so ganz normal am Zocken. Dann steht da einfach. Die PS4 ist überhitzt. Schalte die PS4 aus. PS4 ist überhitzt. Und warte, bis sie noch singt. Schalte die PS4 aus. Öffne ich so meinen Schlag mit meiner PS4 und hört euch mal das an. Er hat einfach der PS4, die hat überhaupt gar keine frische Luft. Crush, hey, hast du Lust, was zu machen? Ich komplett überfordert. Wie man das macht! Wenn der Lehrer deine Lösung als Beispiel nimmt. Schau hin, wie man das macht! Den Spieler. Ich weiß, das gibt's nicht. Wenn die Zeit abgelaufen ist. Gewinner, Verlierer. Aber stell dir einfach vor, Trimax hätte gewonnen. Das wäre wirklich, also es wäre wirklich Blamage von Monte geworden. Trimax einfach der Junge, der in keinem Spiel irgendwas rafft, hätte dann einfach in FIFA gegen Monte gewonnen. Das wäre so geil gewesen. Aber beim nächsten Mal scheiße. Üben. Spiel doch mal mit dem Nachbarskind. Das Nachbarskind. Baby! Party time, baby! Oh yeah! Wenn du jemanden was schreibst, der gerade im selben Raum chillt wie du und darauf wartest, bis die Person deine Nachricht sieht. Ich schau gerade so bei meinem Auto, gell? Weil ich von Weitem gesehen habe, da hängt irgendwas drunter. Ich schau auf alles, ich habe noch nie sowas in meinem ganzen Leben gesehen. Steckt einfach eine Gabel in diesen scheiß Plastik, Digga. Der Lehrer, wenn ich ihm in einer Videokonferenz nicht antworte. Habe alles gesehen, aber sowas noch nie. Ist ein Typ? Wahrscheinlich, oder? Klingelingeling, der Eismann ist da. Hübsche Mädchen kriegen heute ein Eis kostenlos. Welche Sorte möchtest du?
Gehört das zusammen? Gehört das zusammen mit dem hier? Habe alles gesehen, aber das sowas noch nie. Hä, aber ich verstehe nicht. Was ist denn jetzt daran? Ich habe es nicht gecheckt. Warum wird es nicht aufgelöst? Digga, also entweder war es einfach nur unlustig oder ich habe es nicht gerafft. Der Anmachspruch, ja, aber was war das? War das was Besonderes? Ist das was Besonderes? Ich habe immer meine Kontakte habe ich so angesprochen. Ich dachte, das wäre normal. Deswegen habe ich jetzt mich gewundert. Aber wenn das was Besonderes ist, okay. Dann höre ich vielleicht auf mit meiner Eismann-Masche. Wenn ich mal wieder unnötiges Zeug im Internet bestellt habe und es meinen Freunden präsentiere. Imagine, du bestellst einen Truthahn im Internet und zeigst du deinen Freunden. Wenn meine Mutter nach Hause kommt und ich die Spülmaschine nicht ausgeräumt habe. Seele hat kurz Körper verlassen. Ich trau mich nicht. Was sind das, Fledermäuse oder was? Oh Mann. Da hat wirklich die Seele auch den Körper verlassen. Oh, alter Schwede. Also da wäre ich aber auch. What the fuck? Verpiss dich von mir. Er, ich will Schluss machen. Sie, nein. Er, okay. Wenn du jemandem ein Bild zeigst und er weiter scrollt. Hey, 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 hey! Hey! So, hallo. Wie Lidl-Mitarbeiter kassieren. Hallo. Da oben, da wohnt ein Deutschrapper, ne? Und ja. Jeden Morgen fuckt er mich ab mit seiner Musik. Ich werfe jetzt Schneeballkugel gegen sein Fenster. Gemacht. Doch. Die Enten im Park, wenn ich mein ganzes Brot esse. Wenn man zum Essen erst noch ein passendes Video braucht. Oh, das hasse ich so. Man findet auf die Schnelle kein passendes Video. Und dann isst man, und dann hat man aber schon irgendwie angefangen zu essen. Oh ja, aber Ehre, dass er meinen Livestream hier vorgeschlagen kommt. Ehrenmann. Und ich fühle das Problem. Ich immer im Bett. Ich nehme was zu essen mit ins Bett. Dann so, Sabine, komm, wir müssen irgendwas finden. Ich will essen, wir müssen irgendwas finden. Und dann können wir uns nicht einigen. Wir können nicht irgendwie, ach, und dann mache ich mir so aus Verzweiflung, mache ich irgendwas an. Und dann ist es aber scheiße. Und dann esse ich und bin unzufrieden. Ah. Seine vorgeschlagenen Videos sind schon mal sehr gut. Und dann kommt auch Werbung. Oh nein, Unge der Ehrenlose. Er verdient Geld mit YouTube. Ich küsse deine Augen. Paolo Muck Ehre, dass du im Essen mein Video anguckst. Ich küsse deine Augen, Paolo Muck. Ich küsse deine Augen, du Ehrenmann. Du Ehrenmann. Warum kommen sie nicht mehr in den Kunstunterricht? Ich? Respektlos fand, weil es halt nicht einfach übel hässlich war und nur Lava, sondern da war viel Arbeit drin. Da hat hier jemand wieder geredet, der keine Ahnung hatte. Ich nach der Schule. Fühle ich. Hab in der Schule nie, bin nie auf Klo gegangen in der Schule. Immer zu Hause. Sie bringt euch das Reißverschlusslachen bei. So? Was im Mund und den macht er auf und zu und dann lacht er oder lacht nicht. Cut that shit off, myself. Yeah, yeah. Was verkaufst du hier für Ort? Dafür gibt's eine Faust. Ich klau dir deine Frau, Subwoofer hinten eingebaut. Ehrenmann. Dieser Bruder dreht TikToks im Gefängnis und du schaffst es nicht mal, mir zurückzuschreiben. Error.
ich biete 10 Spiele zum Verkauf an. GameStop, wir können dir 2,43 Euro geben. So mies. So. Wenn man das erste Mal neben seinen Kollegen furzt. Oh, Digga, jetzt aber, jetzt der erste, da, die stört er sich, wenn ich furz, ne? Nee, komm, hau raus. Ich hoffe, der mieft nicht, Digga. Oh. Digga, ich würde jetzt nicht, ich würd jetzt nicht zu tief einatmen, Digga. Ja, ich stehe hier jetzt am besten erstmal. Ich sitze sonst mal ein bisschen hier. Da, ja, wir haben Döner gegessen, Dürren. Ja, stimmt. Packe Kaugummi aus meiner Hosentasche aus. Die ganze Menschheit. Lockdown. Ich, wo in einer Abschlussklasse bin und als einziger mit der Klasse in die Schule muss. Wenn deine Eltern sagen, bring den Einkauf rein. Alle konzentriert am Lernen für die Online-Klausur. Ich? Ich weiß, es tut mir echt leid, ne? Aber ich muss es nochmal rauslassen, Freunde. Boah. Bah, Junge, er hat sich in die Hose geschissen. Bah, Junge, er hat sich aber sowas von eingekackt. Junge, er hat sich sowas von eingeschissen. Das war nicht mehr schön. Ah, der war eine glatte 10 von 10, Digga. Bis jetzt das beste Lied 2021. Ich hab gar nichts gemacht, Remix. Ich hab gar nichts gemacht. 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 Joe Johnny, guck ich sehr gerne. Kuss. Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Fühle. Check erstmal YouTube extra aus. Küsse gehen raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.